Jet plane headed up to the sky. Spread wings in the clouds getting high. We ain't here to rave in a while. So take me back to London. Yo, I do deals but I never get twanged. Moves that ain't never been planned. No goons that were never in gangs. Es ist Dienstag und ich habe noch meinen Freitag, morgen auch. Und ich habe mir jetzt erstmal ein True Foods Smoothie Orange gekauft. Also gegönnt und gekauft. Ich habe jetzt übrigens einen coolen Fancy-Streu. Gleich jetzt noch eine Runde schauen. Ja, genau das ist es. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was Steven kopiert auch macht. Und deswegen dachte ich, kopiere es einfach auf. Und zwar geht es um diese Kapital-Brr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 
Pizza und ich dachte mir, ich hole mir jetzt erstmal welche. Das war das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe, diese Pizzen zu besorgen. Denn sie waren überall ausverkauft. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe sie besorgt. Ich habe mir die Pizzen geholt und ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar treten diese drei Pizzen, also das ist einmal Salami, Margarita und Salami, gegen deren Konkurrenten an. Und zwar gegen eine ofenfrische, gegen eine Rocker Pink Pizza und gegen eine Gustavo Gusto. Das sollen die heftigsten drei Pizzen sein, die es auf dem Markt gibt. Und ich dachte mir einfach, wenn Kapital Brass Pizza so gut sein soll, dann lasse ich sie gegen andere Leute antreten. Und zwar haben wir drei Kriterien, nach denen bewerte ich heute. Und zwar geht es einmal um den Preis, einmal um den Geschmack und einmal geht es um die Inhaltsstoffe, auch wenn ich keine Ahnung habe von Inhaltsstoffen.